Wir verreisen. Also wir verreisen nicht, wir sitzen ja im Tesla und das bedeutet, wir machen einen Roadtrip. Okay. Ja, so wir haben auch nicht irgendwie einen Batterieladestand von 100%, sondern die Batterien haben ein State of Charge von 100% gerade. Wir beabsichtigen, wie uns eine Freundin mitgeteilt hat, ins Ostallgäu zu fahren. Der Gedanke ist, Schloss Neuschwanstein. Wir wollten da schon immer mal hin. Also ich wollte da schon immer mal hin. Und außerdem ist Liechtenstein um die Ecke. Liechtenstein, man stelle sich das vor. Ich weiß zwar nicht, ob wir da jetzt im Moment zu Corona-Zeiten hin dürfen, aber zumindest eine Ahnung zu haben, wie das da aussieht, würde mich schon interessieren. Für den ganzen Kladderadatsch haben wir uns natürlich wieder komfortable 3 Tage, also nein, 3 Übernachtungen Zeit genommen. Ist da unten ziemlich teuer. Und natürlich muss man dazu sagen, das ist unsere erste tatsächlich weite Reise mit dem Tesla. Also nicht so sehr die Entfernung, 700 Kilometer ist auszuhalten. Aber der Umstand, dass wir am Ende in einem Hotel landen, also nicht genau wissen, wie wir da mit dem Laden zurechtkommen und und. Tesla hatte eine Zwei-Stopp-Strategie langsamer vorgeschlagen, 7,5 Stunden. Und dieser Better-Route-Planner wollte von vornherein eine Drei-Stopp-Strategie, die unserer Fahrweise wohl auch angemessener ist. Wir stehen jetzt in Nempitz am Supercharger, haben bis hierher natürlich von 100% bis auf 20%, 19% runtergefahren gehabt. 17. Müssen wir mal gucken, ja, also das sind 200 Kilometer oder so. Sind aber auch schön gefahren. So, in Nempitz gegenüber dem Supercharger sind Ionity-Säulen. Das sind die mit den 77 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt haben wir mal bei Maingau nachgeguckt. Maingau hat ja zum 1.9. die Verträge mit Ionity gekündigt, aber heute hätten wir tatsächlich noch für 24 Cent die Kilowattstunde schnell laden können. Und schnell laden bei diesen Säulen soll ja angeblich bis 250 kW gehen. Im guten mittleren Bereich laden wir jetzt mit 115 kW hier. Bedeutet 750 Kilometer, die wir pro Stunde nachladen. Wir würden jetzt zu unserem nächsten geplanten Supercharger noch nicht kommen. Also wir hätten jetzt 200 Kilometer Reichweite, das reicht noch nicht. Würden mit minus 16% ankommen und wir warten praktisch, bis wir hier irgendwie so 10% haben. Gucken wir mal zu, was dieser schöne iPace macht. Der hat nämlich noch die Ladeklappe offen und es sieht mir so aus, als ob er Schwierigkeiten mit dem Laden hat. An dem schicken Ionity Lader. Tatsächlich, er hat jetzt einfach die Säule gewechselt, steigt jetzt garantiert aus. Da ist er und probiert es nochmal. Wie er versucht es mit dem Handy und dann auch irgendwie so Maingau oder sowas. Eine andere von der vom Aussehen hier. Diese Supercharger scheinen also doch ein Riesenvorteil zu sein. Neben uns steht einer von Nextmove. Ja, wenn wir uns jetzt die Planung anschauen, dann sagt er uns hier, dass wir in Hippoltstein mit minus 4% ankommen würden. Also während unser S-Pass-Fahrer schon die dritte Säule angefahren hat, sind wir jetzt in einem Bereich, wo wir am nächsten geplanten Supercharger ankommen sollten. Ohne Problem. Und gleichzeitig ist es so, dass von den ursprünglichen 600 Kilometern oder 700 Kilometern, die wir pro Stunde laden, nur noch 300 übrig sind. Das heißt, wir sind jetzt in einem Bereich, wo der Akku eben nur noch langsam lädt und wir uns tatsächlich überlegen können, jetzt langsam weiterzufahren. Also der nächste geplante Halt wäre dann schon hinter Nürnberg. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, aber wir können ja mal gucken. Ja, unser dritter Supercharger heute.
von hier an haben wir irgendwie noch 180 Kilometer oder so. Diese 180 Kilometer werden wir dann auf einen Ritt machen, aber wir werden hier ein bisschen länger laden, sodass wir nicht ganz leer dort ankommen. Keine Ahnung, wo, wie schnell man dann dort das Auto wieder vollladen kann. Und wir wollen uns ja morgen auch ein bisschen hin und her bewegen. Das Laden hat hier mit ungefähr 150 kW angefangen, also es geht wirklich schnell. Wir sind jetzt bei 138 und sind, naja, schon fast halb voll. Ist also eine lustige Geschichte. Erstaunlich finde ich unseren Insgesamtverbrauch, der tatsächlich nicht über 22 kW auf 100 Kilometer ist. Ein ziemlich erstaunlicher Wert. Das Wetter zieht sich langsam zu. Könnte sein, dass wir morgen nicht so oder die nächsten drei Tage nicht so Glück haben, aber genau das ist ja der Grund, weshalb wir nicht mit dem Boot losgefahren sind. Das Brummen jetzt übrigens ist die Kühlung des Akkus beim Laden. Ich glaube, interessant wäre jetzt mal auf die vorherige Einblendung zu gucken, wie viel Uhr das jetzt war. Jetzt ist es 14.20 Uhr und wir würden schon mit 5% Reichweite, also Restreichweite in Fronten ankommen. Also das Laden geht wirklich ungeheuer schnell und also ja. Inzwischen lese ich so ein bisschen bei Wikipedia über Fronten. Ein Name, der sich aus der deutschen Sprache nicht erklären lässt. Es kommt wohl irgendwie aus dem Römischen und geht darauf zurück, dass es eine Straße der Römer in Richtung Kempten gegeben hat. Das Tal selber, in dem Fronten liegen soll, ist aber nie von den Römern besiedelt worden. Alles so eine Geschichte. Irgendwie muss es eine Burg Falkenstein in der Gegend geben, die wohl die höchste Burgruine in Deutschland ist, 1200 Meter Höhe. Wäre auch interessant, ja, also mal gucken, ob wir heute Nachmittag noch irgendetwas schaffen, wenn wir da sind, aber ich glaube, wir sind eher müde. So, da oben ist die Burg Falkenstein und da wollen wir jetzt hin. Großes Problem, es gibt in Bayern kein Internet, also keine Navigation. Also müssen wir irgendwie, also wir haben natürlich auch nur ein Handy, das andere ist alle. Also müssen wir mit einem Handy filmen, mit Google navigieren. Also Google muss dich richtig anbrüllen, dass er überhaupt irgendwas gemacht hat. Jetzt quatscht er mir rein, 220 Meter geradeaus, damit wir das nicht verpassen. Da ist die Ampel. Und da ist jetzt eine Ampel, wo es offensichtlich nur jede Stunde hoch und runter geht, weil der Weg so schmal ist oder so. Ziemlich unübersichtlich das Ganze. Ilona muss jetzt erstmal lesen. Wir haben hier jetzt drei Wege. Das ist der Weg, der aus dem Tal kommt. Ja. So, jetzt geht's hier zu einer Schlossangeralm. Also wenn eine Alm weiblich ist, dann ist es die. Ansonsten zu dem Schlossangeralm, keine Ahnung. Und dann da hoch zu dieser Falkenstein-Geschichte. So, irgendwo müssen wir bezahlen. Vermutlich gibt es hier oben auch wieder Internet. Stellen wir gerade fest, weil das Radio angegangen ist. Und Parkgebühren, Tagesticket 3 Euro, Halbtagesticket 2, Auffahrtticket 4 Euro. Wie spät ist es? 18.13 Uhr. Das muss mal ganz schnell sein. Wieso? In den ersten 10 Minuten der vollen Stunde. Geht's hoch oder wie? Mhm. Also die richtige Interpretation ist, die erste Viertelstunde wird runtergefahren und danach bis 5 vor darf man hochfahren. Wir fahren jetzt also los, weil es ist jetzt 18 Uhr und 13. Klugerweise haben die Kollegen auch Wo da auf grün geschaltet.
Breite der Straße erklärt so ein bisschen, weshalb man hier nur versetzt fahren darf. Und wie Ilona festgestellt hat, das Radio spielt wieder. Also. Ja, durch die Navigation dann. Gibt es Internet, genau. Und Google scheint auch den Tesla wieder zu erreichen. Alles in allem haben wir also am Ende wieder alles richtig gemacht. Wie immer. Also ganz koscher ist das doch nicht. Schon langsam schon. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns diesen Ausflug gespart. Oh, da steht jetzt wieder. Auch der ist ja nett. Das heißt, der ist nett, da musst du jetzt trotzdem noch durchpassen. Feier. Danke. Scheiße. Ich bin ja schon so ein bisschen durchgeschwitzt. Wir haben jetzt. So. Können wir so bleiben? Wir haben jetzt 40 Minuten Zeit, ja, wir stehen perfekt. Vollkommen atypisch laufen wir jetzt. Wir sind 1200 Meter hoch, jedenfalls sagen die Fremdenführer das. Haben diesen Ausblick. Immer da im Hintergrund. Die Berge, die. Ich raus, dass ich doch hätte das Einrad nehmen können. Aber was soll's. Also, ja, der Hintergrund. Der Ballon. Man ziehe sich das rein. So, das ist das Ende des Weges. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Wie gesagt, da hinten ist die Zugspitze und da Neuschwanstein. Und jetzt müssen wir wieder runter, weil wir 5 vor bis 15:15 der vollen Stunde nur runterfahren dürfen. Also, falls mal wieder jemand hierher kommt, lohnt sich. Ist ein toller Blick von da oben. Man sieht quasi alle Sehenswürdigkeiten. Ist auch nicht so weit zu laufen. Also auch Ilona ist bis hoch mitgekommen. Und diese Stundenregelung ist auch sehr einfach. Das Einzige, die Straße hoch, Augen zu. Oder schwindelfrei. Das sind die beiden Möglichkeiten, anders geht's nicht. Und ich persönlich mache die Augen zu. Ganz klar. Also jetzt ist es doch passiert. Wir suchen nach einer Stromlademöglichkeit. Natürlich gibt es hier in der unmittelbaren Umgebung gar nichts. Aber mir fällt gerade ein, wir brauchen ja auch gar keinen Strom. Weil wir ja jetzt 1200 Meter nach unten fahren und da rekuperieren wir ja bestimmt 200 Kilometer. Jetzt gucken wir mal auf den Marktplatz, da soll irgendwie ein Lader sein. Mal gucken, ob der überhaupt funktioniert, wenn er kostenlos ist. Ob ich dann heute Abend mit dem Einrad das Auto da stehen lasse oder... Also wir gucken einfach mal. So, das ist jetzt original die Abfahrt. Im Moment ist der Abhang an meiner Seite. Ich rede schon so wie Ilona, ja, also auf der rechten Seite. Das heißt, wir riskieren mal was. So in etwa sieht das aus. Ja, damit man richtig schön fallen kann, haben sie auch die Bäume weggenommen. Leute, was haben die hier für eine Straße gebaut? Aber ich glaube, im Ursprung wollten die hier auch nur mit der Pferdekutsche hoch oder dem Ochsenkarren. Man könnte jetzt auch sagen, tolle Aussicht. Ja, jetzt hier auch so. Teil 2 der Abfahrt. Ja, also wir gucken ein bisschen in die Landschaft, dann
uns nicht so schlecht wird. Hier kommt wieder eine mäßig scharfe Kurve. Und leider ohne Geländer. Genau, und Geländer haben sie hier jetzt ganz weggelassen, aber ist ja auch schon nicht mehr so hoch. Ja, kann man ja nicht mehr. Vielleicht nur 700 Meter. Als gefährlich ansehen. Ja? Also da unten kann man ja schon die Leute erkennen. Also ich darf ja jetzt gerade nicht fahren, weil ich mir nach der Ankunft einen Whisky gegönnt habe. Jetzt dürft ihr mal raten, was ich mache, wenn wir wieder angekommen sind. Trinke ich den Rest der Flasche aus. Aber Schatz, nicht so weit rechts. Also du fährst wirklich mit dem Reifen auf. Und hier ist eben wirklich, guck mal, nix. Und dann noch diese Lack. Ach du Scheiße. Nicht nach rechts. Nein, ich fahre nicht nach rechts, hier ist eine Bucht. So, anhalten. Mehr geht nicht. Kein Danke. Noch mehr. Wir warten. Die haben so doch gebissen. So, also man beachte da das Schild Elektrofahrzeuge frei während des Ladevorgangs. Und das Ganze ist so schön versteckt. Diese Ladestation ist finanziert durch das Rathaus, ist auf dem Hinterhof des Rathauses quasi total versteckt, ja, und finanziert durch die Elektrizitätswerke Reute GmbH und Co. KG. Wir dürfen hier stehen, solange wir laden. Wir laden jetzt 6 Stunden und 20 Minuten. Ja, das heißt, wir lassen das Auto mal hier stehen, laufen die 600 Meter ins Hotel und ich komme dann nachher mit dem Einrad wieder. Das Einrad haben wir natürlich immer dabei. Und ich hätte nie gedacht, dass wir dieses Kabel haben. Aber wir haben es.